Ich bin ein hässlicher Mensch, äußerlich wie innerlich. Sie werden mich nicht mögen. Sie werden nichts Lobenswertes an mir finden. Da gibt es nichts. Aber sie werden mir zuhören, weil sie nämlich wissen werden wollen, wie so ein Mensch entstehen konnte. Guten Tag. Ja, ich habe die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch von Fjodor Dostojewski zu Ende gelesen. Und ja, den ersten Teil habt ihr vielleicht auch schon auf YouTube euch angehört. Den habe ich mir schon 50 oder 100 Mal vorher angehört und ich wollte dann unbedingt wissen, wie denn der zweite Teil ist. So, der erste Teil heißt Das Dunkel. Und den gibt es hier als Hörbuch. Ja, ich möchte da nicht so sehr drauf eingehen, aber im ersten Teil ist im Prinzip so, dass die Person sich vorstellt, um die es hier geht. Der Ich-Erzähler stellt sich vor. Wir haben leider keinen Namen, aber ist ja auch nicht notwendig. Er stellt sich vor und erzählt so ein bisschen, wie er die Welt sieht, was seine Weltanschauung und Philosophie ist. Und dann im zweiten Teil gibt es Handlung, da erinnert er sich an sein Leben und erzählt uns da ja ein, zwei, drei Episoden aus seinem Leben. Also es fängt damit an, dass er jemanden sieht, der in einem Lokal verprügelt wird. Und da denkt er sich, das möchte ich auch. Ich möchte auch verprügelt werden. Ich möchte diesen feinen Leuten so sehr auf den Geist gehen, dass sie sich genötigt fühlen, mich zu verprügeln. Und das hat den Hintergrund, sagt er, dass er früher immer in der Schule, ist er jeder Schlägerei aus dem Weg gegangen. Darum haben ihn alle einen Feigling genannt. Aber er weiß, dass er nicht feige ist und keine Angst vor einer Prügelei hat. Und darum wird er jetzt in die Kneipe gehen und eine Schlägerei anzetteln oder provozieren. Ja, er versucht das auch mehrmals. Meistens geht er wieder, ohne dass was passiert ist, nach Hause. Eines Tages wird er dann angerempelt von jemandem, der zu den Billardtischen möchte, und er steht dem halt im Weg und der andere schiebt ihn nur so achtlos zur Seite und geht zu den Billardtischen. Und als unsere Person dann wieder zu Hause ist, denkt er sich, das ist ja doof, es war meine Gelegenheit, der hätte mich doch eigentlich fragen müssen, ob er daran vorbeigehen kann. Jetzt hat er mich beleidigt, er hat mich einfach so zur Seite geschoben. Da hätte ich ihm gleich eine Ohrfeige oder so geben sollen, damit wir eine Schlägerei anfangen. Und ja, das ist aber nicht passiert und jetzt geht er immer wieder zu der Kneipe hin und versucht, den da zu treffen. Aber diese Person geht nicht mehr in dieses Lokal oder in diese Kneipe hinein. Er trifft ihn nicht an. Er verfolgt den jetzt noch etwas, bis er 2 Jahre später feststellt, der geht immer um dieselbe Uhrzeit über den Marktplatz, wenn da auch recht viele Menschen sind. Und jetzt nimmt sich unsere Person vor, ihn dort zu treffen und anzurempeln. Und um das vorzubereiten, stürzt sich unser Erzähler in Unkosten und lässt seine Kleidung aufarbeiten und kauft sich neue Schuhe, damit alles so aussieht, als wäre er ein feiner Gentleman. Und dann muss er noch ein- oder zweimal über den Markt gehen, ohne die Gelegenheit, ihn anzurempeln, weil der irgendwie zu weit von ihm entfernt ist und die Menschenmasse zu groß oder so. Aber dann hat er irgendwann doch
die Gelegenheit und rempelt ihn an. Und die Person guckt ganz kurz zu ihm hin und er merkt, dass diese Person versucht, sich nicht anmerken zu lassen, dass er bemerkt hat, angerempelt geworden zu sein. Aber durch seinen Blick und durch seinen Gesichtsausdruck versteht er, dass der andere das wahrgenommen hat. Und damit ist unser Held zufrieden oder unser Erzähler. Und jetzt denkt er, okay, ich muss noch eine andere Gelegenheit mir suchen oder es ergibt sich eine andere Gelegenheit. Und zwar kriegt er mit, wie Personen sich, also alte Schulfreunde von ihnen, sich bei einem Schulkameraden verabschieden wollen, der jetzt in eine andere Stadt zieht demnächst. Und sie haben halt eine Karte, wo alle unterschreiben sollen. Und jetzt wendet er sich, also es sind aber nur 5 Leute oder 4 Leute, die den halt gut kannten und die sich von ihm verabschieden wollen. Und jetzt denkt er sich, okay, ich frage die jetzt, warum die mich nicht gefragt haben, ob ich mich dran beteiligen möchte. Und dann sagen die einfach, dann sind die überrumpelt und lassen mich unterschreiben und ich kann damit hingehen. Aber es kommt ein bisschen anders. Dann geht er dahin und fragt. Die Person meint, ja, wie ist das denn? Verdienst du denn so viel Geld, dass du dich dran beteiligt hättest, wenn wir dich gefragt hätten? Wir sind davon ausgegangen, dass du dich gar nicht beteiligt hättest. Sagt er, ja, natürlich hätte ich mich beteiligt. Sagt er, ja, dann unterschreib und dann kratzt er halt an seinem Ersparten rum und zahlt seinen Teil dazu bei, trägt seinen Teil dazu bei, dass das Geschenk bezahlt wird. Und dann wollen sie sich in 1 oder 2 Wochen und um 15 Uhr wieder an diesem Ort treffen, zusammen mit der anderen Person, mit den Schulkameraden, um ihn zu verabschieden. Und ja, dann in der Zwischenzeit kramt er links wieder seine feinen Kleider raus und versucht sich ganz hübsch und fein zu machen. Und sein Problem ist aber eigentlich, dass er vor kurzem seinen Job verloren hat und gar kein Geld hat. Aber er versucht es halt nochmal. Er enthält seinem Diener, er hat so einen, der im Haus für ihn alles macht, aufräumt und wenn mal irgendwo eine Lampe ausgewechselt werden muss oder so. Und dem enthält er halt jetzt seinen Lohn vor, damit er das alles finanzieren kann. Und so macht er das dann. Dann geht er da fein gekleidet hin. Er geht extra 1 Stunde früher da, damit er auf jeden Fall der allererste ist, der kommt. Und damit die anderen, ich weiß nicht genau, was er damit bezweckt. Er sagt irgendwie, das würde zeigen, wie besonders und wie ernst er das nimmt und was für einen großen Charakter er hat. Auf jeden Fall ist er dann schon um 14 Uhr da und es wird langsam 15 Uhr. Und dann es wird langsam 15 Uhr und dann ist irgendwann 3:15 und er bemerkt, dass die Leute nicht kommen. Und fängt er an, sich zu ärgern, dass sie scheinbar den Termin verschoben haben und ihn nicht davon unterrichtet haben. Und sie kommen dann um 16 Uhr, also sie treffen sich genau 1 Stunde später. Und im ersten Moment freut er sich total, dass er sie sieht und dass sie doch noch da sind, dass es heute überhaupt stattfindet. Und dann denkt er aber sofort, nein, du musst jetzt entrüstet sein, dass sie
sich eine Stunde später treffen. Dann geht er gleich zu dem Nächstbesten hin und sagt, wir haben uns um 15 Uhr verabredet, warum kommt ihr jetzt erst? Dann sagt der, tut uns leid, wir haben uns doch vorgenommen, uns erst um 16 Uhr zu treffen. Dann fragt er einen anderen da aus der Runde, sag mal, hast du es ihm nicht gesagt, du wolltest es doch allen sagen. Und dann zuckt der andere mit den Schultern und sagt, tja, ich hab's halt vergessen. Und scheinbar haben die sich das aber vorgenommen, das so vorzustellen. Und sie fangen dann an, über ihn zu reden und sagen, ja, aber wenn mir das passiert wäre, dass ich schon eine Stunde hier vorher wäre, dann wäre ich doch schon angefangen, was zu trinken und zu essen. Ich hätte mir doch schon mal was bestellt. Aber die wissen ja ganz genau, dass der kein Geld hat und sich das gar nicht leisten kann. Da ziehen sie ihn so ein bisschen damit auf. Und dann, als er das so merkt, da platzt ihm dann schon der Kragen und er sagte, also hört mal zu, ich bin hier in diesem Lokal, wie alle anderen auch, und ich bezahle für meine Getränke und für mein Essen selbst. Also hört jetzt auf mit euren albernen Kram. Dann sagen sie, ja, aber wer bezahlt denn hier nicht für sich selbst? Es ist doch normal, dass man für sich selbst bezahlt. Ach, und übrigens, ich habe gehört, du arbeitest nicht mehr da und da. Warum ist das denn so? Was ist denn passiert? Sagte er. Ja, ich habe das gekündigt, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte. Sagen sie, ach so, du hast gekündigt. Also sie ärgern ihn noch so ein bisschen und bis ihm dann nochmal der Kragen platzt und er sich weigert, um sich mit an den Tisch zu setzen. Und dann geht er immer in dem Lokal auf und ab, in Sichtweite des Tisches und starrt immer darüber, ob die wohl jetzt den Anstand aufbringen und aufstehen und sich bei ihm entschuldigen. Er ist eigentlich fest davon überzeugt, dass das früher oder später passieren wird, geht er da immer auf und ab und beobachtet sie heimlich ein bisschen aus dem Augenwinkel, ob sie denn schon. Aber er sieht nur, dass sie da sitzen und sich über das Beisammensein freuen. Und gut, irgendwann wollen sie dann gehen und sie sagen, dass sie noch zu einem Bordell gehen wollen, um den Abend ausklingen zu lassen. Und unsere Person denkt immer noch, gut, jetzt kommen sie endlich mindestens auf mich zu, jetzt müssen sie auf mich zukommen und mich fragen, ob ich sie nicht begleiten möchte. Und als er da merkt, das wird nicht sein, da greift er sich so den Letzten am Kragen, der das Lokal verlassen möchte, und sagt, ich habe kein Geld mehr. Leih mir 6 Rubel, damit ich mitkommen kann. Und sagt er, wieso soll ich dir das leihen? Du hast dich heute uns aufgedrängt und du hast dich völlig daneben benommen. Und jetzt soll ich dir auch noch Geld leihen? Und da fällt er vor dem auf die Knie und sagt, bitte, bitte, du musst mir das Geld geben, es geht um Leben und Tod. Er sagt, ach, was du wieder redest, lass mich hier weg, sonst komme ich noch zu spät und die anderen sind schon weg. Und dann kramt er in seiner Tasche und kramt halt das Geld raus und schmeißt es auf den Boden und sagt, hier, wenn du es unbedingt willst, muss er das halt aufsammeln und der andere ist ganz schnell weg und dann haben die schon eine Kutsche genommen, bis er wieder draußen ist und sind schon dahin unterwegs. Aber er weiß ja, wo sie hinwollen und dann versucht er, die nächste Kutsche zu nehmen und noch früh genug anzukommen. Und ja, dann kommt er an und trifft dort aber nur eine Prostituierte, eine sehr junge Prostituierte, die er wunderschön findet. Und
dieser jung ist, aber er kann sie nur ganz leicht erkennen, weil das Licht so ein bisschen flackert von der Kerze. Die Kerze ist schon fast am Ausgehen. Und erstmal sitzt er da 2 Stunden rum und sie sagen sich gar nichts, weil er sich nicht überwinden kann, irgendwas zu sagen. Und dann zündet er, glaubt, die Kerze wieder an oder so und fängt an, sie auszufragen. Wer bist du und wie heißt du und warum bist du überhaupt hier und so weiter. Und dann kommt ihnen die Idee, er erzählt ihr so eine Geschichte. Ich würde sagen, er macht ihr sozusagen einen Heiratsantrag, einen ewig langen Heiratsantrag. Sind mehr als 10% des Buches. Er schmeichelt ihr und erzählt, wie die Zukunft sein könnte mit ihm und wie toll alles wäre und dass sie doch nicht hier im Bordell verrecken müsste und wie schlimm das Leben doch im Bordell wäre und so weiter und so fort. Und nebenbei kriegen wir aber immer so seine Gedanken ein bisschen mit. Und nebenbei denkt er zumindest immer wieder ab und zu, so werde ich sie um ihren Lohn prellen und gleich kommt sie selbst auf mich zu und fällt mir um den Hals. Dann haben wir einen One-Night-Stand und ich musste nichts dafür bezahlen. Dieser Gedanke drängt sich ihm auch immer wieder auf und dann denkt er wieder, aber das, was ich da erzähle, glaube ich denn eigentlich nicht sogar selbst daran? Bin ich nicht selbst von den Worten ergriffen? Ich meine, glauben kann man diesen ganzen Quatsch ja nicht. Ich rede ja irgendeinen romantischen Quatsch daher, aber ich bin doch ein bisschen selbst davon ergriffen. Es ist doch nicht nur so, als würde ich nur sie beeinflussen, sondern es färbt ja schon auf mich ab. Gleich habe ich mich noch in sie verliebt, wenn ich so weiterrede. Ich meine doch alles sehr ernsthaft. Und irgendwann, als ihm keine Worte mehr einfallen oder was auch immer passiert ist, als er bemerkt, es wird nicht passieren, dass sie ihn gleich um den Hals fällt und sagt hier, komm. Oder dass sie ihn darum bittet, ihn zu heiraten, als er merkt, das wird nicht passieren, schreibt er auf eine Karte seine Adresse und verabschiedet sich und sagt, du solltest mal bei mir vorbeikommen. Und ja, dann sieht er zu, dass er ganz schnell wegkommt. Ja, dann ist er zu Hause und macht sich ewig Sorgen und macht sich Vorwürfe, dass er ihr die Adresse gegeben hat. Und sagt, ich habe mich da doch nur abreagieren wollen von der Beleidigung, die mir meine Schulkameraden angetan haben. Was habe ich nur getan? Was, wenn sie jetzt wirklich kommt? Und ich wohne doch so ärmlich. Und dann sieht sie, dass ich gar nicht so bin, wie ich an diesem Abend erschienen bin. An dem Abend muss ich ihr ja wie ein Retter erschienen sein. Ich war so fein gekleidet, als würde ich zu der ganz vornehmen Gesellschaft gehören. Dann wird sie hier hinkommen und wird sehen, in was für einem Loch ich wohne und was für ein Penner ich bin. Und hoffentlich kommt sie nicht vorbei. So ist er dann immer in Sorge. Und ja, das frisst ihn so ein bisschen auf. Und dann ist er immer noch gereizt, weil er versucht auch immer noch seinen Diener dazu zu bewegen, um seinen Lohn zu betteln, weil er sagt, ich werde damit nicht anfangen. Ich möchte mal sehen, wie weit mein Diener sich erniedrigen lässt. Und als aber der Diener auch nicht damit anfängt, platzt ihn da nochmal irgendwann der Kragen und er spricht ihn so darauf an und fängt an, ihn sogar zu würgen und sagt,
ich weiß doch ganz genau, was du willst und warum du hier immer so komisch in letzter Zeit bist. Dann frag mich doch endlich um dein Gehalt und schleich hier nicht so herum. Und fängt ihn, wie gesagt, wirklich an zu würgen und sagt, schau doch, ich hab doch dein Geld, es liegt ja in der Schublade. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst auf die Knie fallen und mich anbetteln. Und während er ihn da so fertig macht, sein Diener, kommt Lisa vorbei und kriegt das mit. Und dann ist er im ersten Moment richtig erschrocken und sagt, oh Gott, jetzt kommt, ist das schlimmstmögliche Szenario eingetreten, das eintreten konnte. Sie sieht mich hier so, wie ich halt lebe, in diesem Loch. Und sie sieht mich in einem Moment, wo ich sowieso schon nicht so gut gelaunt bin und wie ich etwas mache, worauf ich nicht so besonders stolz bin, indem ich hier meinen Diener so malträtiere. Aber dann verformt sich das gleich wieder in ihm. Und diese Wut, die er darüber hat, dass das alles so gekommen ist und dass sie ihn so sehen muss und dass er dadurch ja eigentlich ein bisschen beleidigt ist, dass sie ihn so sehen muss, diese Verletzung, die er hat, richtet sich sofort auf sie und fängt an, ihr Vorwürfe zu machen, wie sie nur dahin kommen konnte und dass sie jetzt wohl nur gekommen sei, damit er ihr wieder schmeicheln tut und was für ein schlechter Mensch sie eigentlich ist. Naja. Und ja, sie geht einfach wortlos, aber er möchte sie nicht so gehen lassen. Er sagt, okay, du bist zu mir gekommen, du bist eine Prostituierte, also hier, nimm das und dann gibt er ihr einen Schein. Also er gibt ihr das Geld, das eigentlich der Lohn von seinem Diener war. Und dann denkt er so, oh, wie jetzt, wenn sie mich noch schlimmer beleidigt, wenn sie den Schein zerknüllt und auf den Boden wirft. Aber er kann nicht so sehr richtig daran glauben, dass sie das macht, weil er ja weiß, in was für eine Notlage sie ist und dass sie das Geld ja braucht, sonst wäre sie ja keine Prostituierte. Aber es kommt tatsächlich so. Sie zerknüllt das Papier und im Rausgehen wirft sie es durch den Türspalt. Und so endet der Roman. Ja, ich weiß nicht, es hat mir auf der einen Seite sehr, 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 sehr gut gefallen. Sehr spannend auch. Irgendwie so dieses, so einfach diese Person zu beobachten, mitzukriegen, wie sie denkt und handelt. Und ja, ich war aber trotzdem einen Moment lang am Überlegen, ob man vielleicht, ob das Buch nicht irgendwo auch auf eine gewisse Art eine kleine Enttäuschung ist, weil, weiß nicht, hat irgendwie das Gefühl, da fehlt noch was, also, aber gut. Auf der anderen Seite ist auch schön. Ja, das ist, das Schönste ist halt so, diese ganzen vielen klugen Sätze, finde ich auch, die man immer wieder nebenbei sieht und auch dieses Gefühl, mit was für einem Gefühl für Mensch, mit was für einer Menschenkenntnis Dostojewski das geschrieben haben muss. Dass er sich so gut in diese Figur hineinversetzen kann. Also diese Person, die er da beschreibt, die ist, also ich halte die für 100% realistisch.
Ich kann mir absolut vorstellen, dass es so einen Menschen gibt. Und ja, das ist so ein bisschen der Reiz. Wahrscheinlich. Also letztendlich würde ich sagen, ist das Buch doch eher eine Empfehlung. Ja doch, ich muss sagen, ich liebe das Buch eigentlich mit Haut und Haaren. Es ist auch, da steht auf der Rückseite von meiner Ausgabe, das Lieblingsbuch von Friedrich Nietzsche. Okay. Ich hoffe, ich habe euch einen kurzen Einblick gegeben. Wahrscheinlich habe ich wieder viel zu lang geredet. Ich versuche das jetzt aber schon häufiger zu erzählen, dass ich mich kürzer fasse. Ich kriege das nicht ganz hin. Das ist einfach zu viel Begeisterung, dass ich dann immer in diese sehr vielen kleinen Details ausweiche, ohne das vielleicht zu wollen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Kommentare habt, macht auch gerne Kommentare. Und wenn es nur ein Danke ist. Oder auch natürlich gerne ein paar kritische Worte. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Netzkaiser.